Glanz und Gloria wird Ihnen präsentiert vom neuen Seat Leon ST. Seat. Guten Abend miteinander. Welche Schweizer Prominenz seit neuestem Stadtführungen durch Bern macht, das verraten wir Ihnen heute in der Sendung. Schön sind Sie mit dabei. Gottlet und Gordon Bleu sind sozusagen seine täglichen Begleiter. Der Promi-Koch Jackie Donuts ist ein bekennender Fleischtiger. Der heutige Welt-Vegetarier-Tag ist für ihn also wohl nicht wirklich ein Freudentag. Aber wenn er nicht ist, kann ja noch werden. Fleisch ist sein Gemüse. Normalerweise. Stattdessen heißt es heute für Jackie Donuts, Grünzeug zubereiten und beim Chef der vegetarischen Restaurantkette Hiltl in die Leere gehen. Am Ende soll ein indisches Gemüsecurry herauskommen. Genau, sehr gut. Ja, du kannst ja Gemüse schneiden. Ich habe immer gemeint, du könntest nur Kalbskotelett auseinanderschneiden. Ja, immerhin, das kann ich auch noch, weißt du? Ich habe immer noch gerne Gemüse, weißt du? Gell, ich auch. Ja, ja. Super. Jack ist ein Profi wie mir auch und er hat schnell begriffen, um was es geht. Er hat das Messer auch richtig gehabt und es war ein scharfes Messer, das ist auch noch wichtig. Oder? Wir Köche haben gerne scharfe Messer und das ist tipptopp gegangen. Problemlos. Udo Jürgens, Freddy Burger. Sie alle haben für heute bei Jackie Donuts reserviert. Das rein vegetarische Menü hat die Stammgäste nicht verschreckt. Auch wenn heute kein Tier in die Donutsche Pfanne kommt, ganz Lehrling will der Fleischprofi dennoch nicht sein. Ah, Rolf, musst du da schon etwas sauber schaffen, oder? Ah, das ist halt die Wokküche. Ja, das ist schon recht, ja. Aber weißt du, wir können es auch so ein bisschen. Also komm, gib. Zeig. Komm. Oder? Kann ich auch? Eben, ja. So, du hast gemeint. So habe ich gemeint, ja. Schön sind wir noch. Und für Sie persönlich, ist ein Essen ohne Fleisch ein richtiges Essen? Das würde ich sagen, weniger. Das würde ich sagen, weniger, weil ich bin der Fleischkoch und ich arbeite sehr gerne mit Fleisch und auch natürlich mit Fisch, oder? Aber ich kann das nicht verachten. So ein vegetarisches Gericht würde ich nicht verachten. Jackie, ich wünsche dir einen guten. Danke, Rolf. Ein Gemüsegericht vom Fleischguru. Dazu der Experte. Es ist sehr gut. Ziemlich scharf. Ich nehme an, der Jackie hat es gerne scharf zwischendurch. Aber die Soße hat er super angebracht, weil sie nicht so einfach ist. Es hat ganz viel Gewürz drin. Und ich bin sehr zufrieden. Um den Fleischfan aber ganz zum Gemüse zu bringen, muss Rolf Hiltl wohl noch Überzeugungsarbeit leisten. Als Fleisch würde ich sicher ein Kotelett dazu machen. Was ist? Die Pariser Fashion Week geht in die nächste Runde. Gestern ist Karl Lagerfeld, seinem Spitznamen Karl der Grosse, mal mindestens in Sachen Laufsteigpräsenz wieder einmal gerecht worden. Nein, hier paradiert kein neues Topmodel, sondern der Designer höchstpersönlich. Karl Lagerfeld, ungewöhnlich unbescheiden für einen Modeschöpfer. Seine Kollektion ist für den Meister der Schlichtheit dafür ungewohnt weiblich. Und man trägt dieses Jahr Einheitsfrisur. Weiblichkeit ist auch das erklärte modische Thema von Stella McCartney, die sich nur kurz zeigt und gleich wieder aus den Augen von Papa Pol verschwindet. I like it all. What do I know? Mir hat alles gefallen. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur ein Mann. Dabei ging es doch seiner Tochter genau um das Spiel zwischen Mann und Frau. Jede Frau ist unterschwellig verführerisch, ob ihr das bewusst ist oder nicht. Und das wollen wir zelebrieren. Paul zelebriert derweil das, was ihr am besten kann. Ein Loblied auf die 60er Jahre singt Designer Wolfgang Job. Mit Flaggen muss dann Villa an den damaligen Schmelztiegel New York erinnern. Job selbst kommt dann aber in US Army grün daher. Ich habe gerade eine US Army Jacke an. Und ich meine damit jetzt nicht unbedingt, dass ich in die Armee eintreten will und noch mal Vietnam bebomben möchte. Sondern ganz im Gegenteil. Ich rede eigentlich von dieser Zeit, als in New York und in Amerika diese Revolution, die Bürgerrevolution ausbrach. Na also, mit ein wenig Erklärung versteht man doch die Mode gleich viel besser. Schon zum achten Mal ist der spanische König Juan Carlos an der Hüfte operiert worden. Heute hat er aus dem Spital wieder heim können. Warum er in 2 Minuten schon wieder um das Messer muss, sehen Sie auf unserer Homepage.
Die Komödie «Achtung, fertig, Charlie» mit Marco Rima und Melanie Winiger ist zu einem der erfolgreichsten Schweizer Filme aller Zeiten geworden. Nach 10 Jahren soll die Erfolgsgeschichte jetzt weitergehen mit dem Nachfolgefilm «Achtung, fertig, WK». Wir haben am Set vorbeigeschaut. «Achtung, fertig, Charlie» geht in die 2. Runde. Das muss der perfekteste WK werden, den wir je durchgeführt haben. Erneut ist Marco Rima mit dabei. Bei den Dreharbeiten im bündnerischen Domleschg kommt er in seiner Militäruniform mächtig ins Schwitzen. Dennoch bereut er nicht, noch einmal in die Rolle des strengen Vorgesetzten Reika geschlüpft zu sein. Ich habe keine Hobbys. Ich habe das Militär. Ist so. Natürlich denkt man darüber nach, lohnt sich das jetzt noch einmal bei etwas einzusteigen, das eine Fortsetzung ist. Aber ich muss sagen, wir hatten wahnsinnig viel Spass während der Dreharbeiten. Haben es immer noch. Und ich glaube, das könnte wieder einen grossen Erfolg werden. Dass auch «Achtung, fertig, WK» ein Erfolg wird, dafür ist vor allem der Regisseur verantwortlich. Oliver Ries weiß, dass er am Film seines Vorgängers gemessen wird. So, cut! Ich gehe eigentlich mit dem um, mit dem ich damit gar nicht zu fest umgehe, sondern einfach versuche, einen möglichst guten, lustigen Film zu machen und den Charlie und den Erfolg von Charlie eigentlich nicht so präsent habe im Drehen, weil es wäre nur eine Belastung und auf das haben wir keine Lust. Komödien entstehen besser mit entspannten Leuten. Tatsächlich ist die Stimmung auf dem Set ziemlich locker. Dass hier an einer über 2,5 Millionen Franken-Produktion gearbeitet wird, ist kaum spürbar. Auch der Chef schlägt keinen Militärton an. Er wüsste nicht einmal, wie das geht. Nein, ich bin kein Soldat. Ich habe ein bisschen Schutz und Rettung gemacht, eine Zeit lang. Nein, ich selber habe mich sehr gut durch die Aushebung gemogelt und habe überhaupt keine Lust gehabt, im Club beizutreten. Und habe jetzt so quasi meinen persönlichen Wiederholungskurs irgendwie in dem Jahr vollendet. Jede Menge Militärerfahrung weist dagegen Panzergrenadier Marco Rima auf. Ein Mustersoldat war er indes keineswegs. Überhaupt nicht. Ich bin alles andere als korrekt. Ich habe die Hierarchien ausgenutzt. Ich habe immer Befehl wortwörtlich ausgeführt. Das heisst, wenn es geheißen, die 10 Sekunden sehe ich keinen mehr von uns. Versteckspiel, bin ich weg gewesen. Am Abend wieder zurückgekommen. Wenn es geheißen, Robben, habe ich so geroppelt. Solche Späße würde Militarist Reika auch dieses Mal nicht erlauben. Rima glaubt an den Nachfolger von «Achtung, fertig, Charlie». Es kann durchaus sein, dass man weniger Zuschauer hat. Aber ich glaube, dass «Achtung, fertig, WK» so viele Argumente hat, vom Humor, von der Farbe her, auch von der Erinnerung, was «Achtung, fertig, Charlie» anbelangt, dass man eigentlich guten Mutes jetzt darauf zugehen könnte. Blödelalarm ist jedenfalls garantiert. Der Marc Dietrich ist Schweiz bekannt worden mit Peter Su und Marc. Sie haben die Schweiz mehrere Mal am Grand Prix Eurovision de la Chanson vertreten. 1981 haben sie mit «Yo Senza Te» sogar den 4. Platz belegt. Marc Dietrich hat aber nie nur von der Musik gelebt. Er war Liegenschaftsverwalter, Strassenputzer oder auch Weinhändler. Jetzt, mit 65, wäre er eigentlich pensioniert. Aber er sucht sich noch mal einen ganz neuen Job. Oh, wir gehen da. Komm, wir gehen da in das Gässli. Die Gassen von Bern. Sein neuer Arbeitsort. Marc Dietrich ist seit kurzem Stadtführer. Jetzt kommt der Hans von Tann zu Oberstoppen. Sich mit 65 zur Ruhe zu setzen, für ihn unvorstellbar. Auch aus finanziellen Gründen? Nein, kann ich wirklich mit gutem Gewissen sagen, dass ich das absolut nicht wegen dem Geld mache, sondern das mache ich wegen meiner grauen Zellen. Dass ich einfach etwas machen und aktiv sein will. Marc Dietrich ist als Stadtführer perfekt. Er hat ein geschliffenes Mundwerk und ist sich gewohnt, vor Menschen zu stehen. Davon ist Isabel Furrer von Bern Tourismus überzeugt. Er hat es nicht einfacher als Prominent. Er hat zwar als Stadtoriginal wahrscheinlich das eine oder andere lustige Geschichte aus einem anderen Winkel über Bern zu erzählen, aber zu wissen, was braucht als Stadtführer, hätte auch er genau gleich müssen lernen. Dietrich kennt Bern in- und auswendig. Das ist das Einsteinhaus. Er weiß über fast alles etwas zu berichten. Du Sackpfeifer. Und dieses Wissen will er weitergeben, mit Schalk und Charme.
Ja, ich tue gerne etwas lustig erzählen. Man kann alles ein bisschen ausschmücken. Oder du kannst ja etwas so erzählen und so erzählen. Das ist eigentlich das Gleiche wie der Optimist und der Pessimist. Der Optimist hat das Glas immer halb voll, der Pessimist hat es immer halb leer. Dietrich führt seine Gäste durch enge Gässchen. Zu den Wahrzeichen Berns. Natürlich auch zum Münster. Die höchste gotische Kirche. 7 Glocken hat es da drin und die schwerste Glocke ist 10 Tonnen schwer. Ein lehrreicher Spaziergang für Touristen. Für ihn selber ein Sportprogramm. Und zwar gleich ein doppeltes. Fitness für das Hirn und Fitness für den Körper. Weil so 2 Stunden in der Stadt rumlaufen, das braucht ich. Oder? Und bis an Gründungspunkt runter, bis praktisch auf Ahren-Niveau. Und dann hat das Loch auf wieder bis am Bahnhof. Das braucht einen. Marc Dietrich, ein Berner Original, originell unterwegs für Bern. Ich bin verliebt in die Stadt und mein Herz gehört Bern. Morgen berichten wir dann vom speziellen Lunch am Zurich Film Festival. Mit dabei sind der Stefan Gubser, Andreas Vollenweider und der Mark Foster. Im Anschluss gibt es jetzt die Tagesschau Schlagzeilen und den Schweiz aktuell. Wiederschauen miteinander, geniessen Sie den Dienstagabend. Glanz und Gloria wurde Ihnen präsentiert vom neuen Seat Leon SC. Seat.